würde. Jetzt geht es aber hier erst einmal in die Auseinandersetzung mit diesem Einzelplan mit Michael Leutert von der Linken. 36,6 Milliarden Euro ausgestattet werden soll. Das ist ein massives Plus. Sie hatten es selber erwähnt, das ist die größte Steigerung des Militärhaushaltes innerhalb der letzten 25 Jahre sind von 2,3 Milliarden Euro. Und um das nochmal klar auch an dieser Stelle zu sagen, 2,3 Milliarden Euro ist exakt die Hälfte, 50% dessen, was der Bundesaußenminister für alle zivilen Aufgaben zur Verfügung hat. Und ich finde, das ist schon eine Menge Geld für eine Menge Pannenprojekte, die hier uns präsentiert werden. Und ich finde aber nicht bloß, dass es zu viel Geld für zu viele Pannenprojekte ist, sondern ich finde auch, dass das Geld hier falsch eingesetzt ist. Weil das Verhältnis zwischen dem Instrument zivile Außenpolitik und Militär falsch justiert ist. Ich hatte es vorhin beim Etat zum Auswärtigen Amt gesagt, ich möchte es gerne noch mal wiederholen. Wir stehen vor denselben Problemen, vor denselben Konflikten und vor denselben Aufgaben wie im letzten Jahr. Und wir wissen, wir brauchen bei allen Konflikten, die existieren, eine politische Lösung. Und nur mit dieser politischen Lösung werden wir diese Konflikte lösen. Und deshalb halte ich es für falsch, im militärischen Bereich 2,3 Milliarden Euro obendrauf zu hauen und im Bereich des Außenministers 200 Millionen wegzunehmen. Ich möchte zweitens auf einen Konflikt eingehen, der hier auch schon angesprochen worden ist und der in dem letzten Jahr weiter eskaliert ist und der auch immer bizarrer wird. Ich meine den Syrien-Konflikt und die Rolle, die die Türkei dabei einnimmt. Und ich glaube, da muss man noch mal, weil man ja immer Dinge so relativ schnell aus dem Auge verliert, noch mal klar machen, was ist wann passiert und warum sind auch diese Entscheidungen dann so getroffen worden. Wir haben seit 2011 einen brutalen Bürgerkrieg in Syrien. Ein Akteur in dem Bürgerkrieg ist der Islamische Staat, der nicht bloß in Syrien, sondern auch im Irak agiert und der seinen Terror auch in die europäischen Großstädte gebracht hat. Zum Schutz des NATO-Partners wurde damals ein Bundeswehreinsatz beschlossen, der von 2013 bis 2015 stattgefunden hat. Und schon damals war den meisten klar, dass die Türkei in diesem Konflikt eigene Interessen verfolgt. Und schon das wäre ein Grund gewesen, diesen Bundeswehreinsatz dort nicht zuzulassen. Weil klar war, dass die Türkei die IS-Terroristen unterstützt, dass sie die IS-Terroristen in ihren Krankenhäusern versorgt und dass sie den Nachschub zulässt über ihr Territorium. Wie gesagt, das wäre schon ein Grund gewesen, damals den Bundeswehreinsatz zu beenden. Seit Mitte 2014 rüstet die Bundeswehr und bildet die Bundeswehr die irakischen Kurden aus im Irak. Der Grund damals, der Anlass, der dazu geführt hat, war, dass der IS versucht hat, die Jesiden zu vernichten und die Kurdinnen und Kurden sich dem entgegengestellt haben. Und spätestens seit dem Kampf um Kobane, also der kurdischen Stadt in Syrien, spätestens seit diesem Kampf ist klar, dass sich die Amerikaner offen militärisch an der Seite der Kurdinnen und Kurden engagieren. Und im Jahr 2015 dann gab es die fürchterlichen Terroranschläge, insbesondere genau zu der Zeit der Haushaltsverhandlungen in Paris. Und das war wiederum der Grund, dass ein neuer Bundeswehreinsatz beschlossen wurde in der Türkei. Und die Hauptaufgabe der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten dort ist, Aufklärungsmaterial zu sammeln, die Ergebnisse an die Akteure der internationalen Koalition gegen den IS weiterzugeben. Und nun haben wir die Situation, dass die Türkei aber, die Mitglied dieser internationalen Koalition ist, militärisch in den Konflikt eingegriffen hat, auch in Syrien, und unsere verbündeten Kurden bekämpft. Das ist eine völlig absurde Situation, die wir derzeit haben. Wir haben, wie gesagt, auf der einen Seite Bundeswehrsoldaten, die dort im Einsatz sind gegen den IS, und auf der anderen Seite einen NATO-Partner, der genau die Leute bekämpft, die mit uns verbündet gegen den IS kämpfen sollen. Das ist ein Zustand, wo ich mich frage, welche Rolle auch in Zukunft die Türkei in der NATO spielen will, welche Aufgabe sie dort überhaupt wahrnehmen will und ob das vielleicht bei uns auch mal zu politischen Reaktionen führt. All das sind Gründe, die Soldaten aus der Türkei wieder abzuziehen. Das wird nicht gemacht. Nun passte Erdogan eine Entscheidung des Bundestages nicht. Und zwar, weil der Bundestag eine Resolution gefasst hat zum Völkermord an den Armeniern und das auch als Völkermord benannt hat. Und Erdogan verlangt und sagt, wir können unsere Soldaten, die als
Soldaten einer Parlamentsarmee dort im Einsatz sind, nicht besuchen, es sei denn, die Bundesregierung distanziert sich von dieser Resolution. Und die Soldaten werden wieder nicht abgezogen, sondern die Bundesregierung distanziert sich von dieser Beschlusslage. Und die Freude in Ihrem Ministerium ist dann so groß, dass Sie gleich mal beschließen, 58 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um den Stützpunkt dort auszubauen. Und da könnte man ja nun denken, die türkische Seite ist damit jetzt befriedigt mit diesen Aktionen der Bundesregierung. Aber nein, heute kann man auf Spiegel Online lesen, der türkische Außenminister, und ich zitiere, sagt, wenn Deutschland sich so weiter so verhält wie jetzt, dann werden wir das erwägen. Gemeint ist der Besuch. Und er fügt hinzu, wenn Deutschland aber versucht, die Türkei schlecht zu behandeln, dann ist das nicht der Fall. Und da frage ich mich, wie weit kann man sich eigentlich selbst erniedrigen, diesen so gewähren zu lassen und dann zu sagen, wir lassen die Soldaten dort und fahren dann auch noch zu einem Besuch hin. Ich halte das für einen völlig falschen Weg und ich kann es nicht nachvollziehen, wie die Entscheidungsprozesse bei Ihnen da im Haus geführt werden. All das zeigt im Übrigen auch, dass die Türkei eben nicht, wie uns immer gesagt wird, Teil der Lösung sind. Es zeigt uns was ganz anderes. Die Türkei ist Teil des Problems. Und weil sie Teil des Problems ist, kann die Türkei im Kampf gegen den IS kein Partner von uns sein. Richtig wäre, die Bundeswehr abzuziehen. Richtig wäre im Übrigen auch, die PKK von der Terrorliste zu streichen, um der Türkei deutlich ein Signal zu schicken, wer hier die Hauptlast dieses Kampfes zu tragen hat. Und sinnvoll wäre, eine politische Lösung zu arbeiten, die alle Kurdinnen und Kurden damit einbezieht. Und sinnvoll wäre auch, an Ihre Redezeit zu denken. Das tue ich hiermit und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich dann immer auf die Haushaltsberatung. Ich wollte nicht den letzten Satz abbrechen, aber Sie waren schon reichlich drüber. Gut. Dankeschön, Michael Leutert. Nächste Rednerin, Karin Evers-Meyer für die SPD. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Verteidigungshaushalt ist kein Sonderhaushalt. Auch nicht in Krisenzeiten, wenn man die Zeiten denn hier jetzt so nennen will. Auch der Bundeswehretat ist Teil des Ganzen und er muss sich auch auf unserer gemeinsamen Linie bewegen. Und diese Linie heißt immer noch Konsolidierung. Deswegen waren einige der Forderungen, die da in den letzten Monaten von Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch aus Frust über den zum Teil jedenfalls desolaten Zustand der Bundeswehr erhoben worden, von Beginn an unrealistisch. Forderungen nach zweistelligen Erhöhungen im Milliardenbereich waren genauso unrealistisch und irreführend wie manche Versprechung, die auch seitens der Ministerin gemacht wurde. Wer Dinge verspricht, die er nicht halten kann, der zahlt am Ende einen hohen Preis. Der muss sich am Ende vielleicht sogar den Vorwurf gefallen lassen, ein Ankündigungspolitiker zu sein. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum dieser nur moderate Anstieg nicht nur haushalterisch geboten, sondern auch in der Sache der richtige Weg ist. Und dieser Grund liegt im System Bundeswehr selbst. Es bleibt schlicht und ergreifend falsch, diesem System mit seinen nach wie vor auch gravierenden Mängeln in schlichter Weise einfach nur mehr Geld draufzugeben. Die Probleme im Beschaffungswesen, in der Organisation, in der IT sind nicht etwa gelöst. Wir sind hier und heute keineswegs an dem Punkt, an dem nur noch die Rechnung bezahlt werden muss und dann ist alles gut. Jedem kundigen Beobachter ist klar, die bestehenden Schwierigkeiten bei der Bundeswehr sind mit Geld allein nicht zu halten. Und Geld ist kein Allheilmittel. Erst wenn zum Geld auch noch Geduld und kluge Gedanken hinzukommen, wird ein Schuh draus. Gott sei Dank sind wir ja hier in Deutschland das Land der Ideen. Und deswegen gibt es diese klugen Gedanken selbstverständlich auch bei der Bundeswehr. Viele der Entscheidungen und Weichenstellungen, die die Ministerin und ihr Team in den vergangenen 3 Jahren auf den Weg gebracht haben, sind klug und richtig. Und klug ist es auch, ja, man darf ruhig klatschen. Und klug ist es auch, diese Weichenstellungen als Trendwenden zu bezeichnen. Trendwende heißt nämlich, das ist nichts, was so einfach über Nacht passiert und auch nichts, was sich mal eben bezahlen lässt. Trendwende heißt, es beginnt ein längerer Weg.
Und dieses Bild spiegelt sich auch im vorliegenden Haushaltsentwurf wider. Es ist kein Hauruck, sondern eine konstruktive Unterstützung für einen begonnenen, sicher mühsamen Weg. Die Trendwende Personal, die Trendwende beim Material, die Reorganisation des Beschaffungswesens, IT-Konsolidierung, Konsolidierung der verschiedenen Gesellschaften, das alles sind riesige Aufgaben und keine ist endgültig erledigt. Das sind alles noch offene Posten und ich kann der Bundeswehr und natürlich vor allem denen, die in der Bundeswehr dienen und arbeiten, nur wünschen, dass diese Prozesse auch über den Herbst nächsten Jahres hinaus mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und dem notwendigen Engagement weiter verfolgt werden. Unsere Bundeswehr hat das nämlich verdient. Und wenn ich eben von Geld, Geduld und klugen Gedanken sprach, dann ist die Geduld bei den Soldatinnen und Soldaten und den Zivilbeschäftigten sicherlich in größter Weise strapaziert. Wir müssen mit Respekt und Anerkennung feststellen, sie ertragen Reform nach Reform. Ich hoffe, Sie, verehrte Frau Ministerin, haben deren Vertrauen noch. Denn das brauchen Sie nämlich, wenn die Trendwende gelingen soll. Sie müssen vertrauenswürdig handeln, transparent sein und vor allem keine leeren Versprechungen machen. Wenn der Deutsche Bundestag in diesem Jahr der moderaten Erhöhung des Verteidigungsetats zustimmt, sogar einen vorsichtigen Aufwuchs der Bundeswehr zustimmt, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir dieses Vertrauen haben. Aber es ist eben kein blindes Vertrauen. Ich denke, der Haushaltsansatz macht deutlich, dass nicht nur bei Ihnen im Haus, Frau Ministerin, kluge Leute sitzen, sondern bei uns im Parlament eben auch. Der Haushaltsentwurf sieht vor, die Ausgaben für Materialerhaltung um mehr als 200 Millionen Euro zu erhöhen. Ausgaben für IT, internationale Einsätze, Baumaßnahmen steigen um knapp 550 Millionen Euro. Für Investitionen stehen gut 800 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Als Frau von der Küste freue ich mich gemeinsam mit Ingo Gedichens, dass das Vorhaben Mehrzweckkampfschiff mit 40 Millionen Euro erstmalig einzeln veranschlagt wurde. Und das Plus bei Material, Betrieb und Beschaffung ist ein Vertrauensbeweis. Und das wird auch deutlich, wenn man die Risiken gegenüberstellt. Diese Risiken liegen sowohl bei den in Zulauf befindlichen Vorhaben, wie beispielsweise dem Schützenpanzer Puma oder dem Transportflugzeug A400N, als auch absehbar bei neuen großen Vorhaben wie dem Luftverteidigungssystem MEADS, dem Eurohawk oder der geplanten Entwicklung einer europäischen Drohne. Ein Plus gibt es auch im Bereich Personal, und zwar nicht nur aufgrund der Tarifentwicklung. Das Plus wird auch zeitnah und wird sich auch zeitnah unmittelbar auf die unteren Tarifgruppen auswirken. Beispielsweise werden 3.000 Planstellen der Gruppe A7 durch rund 2.000 neue Stellen für Stabsfeldwebel A9 ersetzt. Und das ist, glaube ich, sehr erfreulich für alle Soldatinnen und Soldaten, die das betrifft. Die warten schon lange drauf. Alles zusammengenommen ist das ein Etatentwurf, der die Realitäten in gelungener Weise abbildet. Der Haushalt verschließt sich nicht dem Trend, er bleibt aber sachlich und zurückhaltend, wie sich das eben für einen Haushalt gehört. Geld hat, wie wir wissen, ein scheues Gemüt und es bekommt vor allen Dingen dann einen Schreck, wenn Vertrauen und Kontinuität in Frage gestellt werden. Wir sind für das Geld zuständig, Sie, Frau Ministerin, für das andere. Ich hoffe für uns und vor allem für die Angehörigen der Bundeswehr, dass Sie Ihre Versprechen halten können und unser Vertrauen nicht enttäuschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Karin Evers-Meyer. Nächster Redner, Dr. Tobias Lindner für Bündnis 90 Die Grünen. Und auch Tobias Lindner ist Mitglied im Haushaltsausschuss wie die Vorrednerin. Vielen Dank, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Dieser Verteidigungshaushalt, zumindest der Entwurf, steht unter dem Motto viel hilft viel. Aber wer das Motto kennt, der weiß, dass dem oft nicht so ist. Und ich will das an zwei Stellen deutlich machen. Zum einen hilft es wirklich sicherheitspolitisch viel, das, was Sie machen, Frau von der Leyen. Unbestritten, die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich verändert, ja, durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und ja,
wir müssen die Sicherheitsbedenken unserer Verbündeten ernst nehmen. Aber nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben keinen neuen Kalten Krieg in Europa. Und deswegen ist es falsch, mit den Rezepten des Kalten Krieges auf diese veränderte Sicherheitslage zu reagieren. Die Beschaffung von über 100 Kampfpanzern, sie ist eben keine kluge Antwort auf diese veränderte Sicherheitslage. Und ich, meine Fraktion, wir sind überzeugt, dass man Wladimir Putin viel einfacher und effektiver auf einen friedvolleren Weg, auf einen Weg des Völkerrechts führen könnte, indem man diese Mittel investieren würde in Verifikation, in Rüstungskontrolle, in Abrüstung statt in 100 Kampfpanzer, die am Ende des Tages viel Geld kosten, aber diesen Sicherheitsbedenken alles andere als gerecht werden. Und um das ganz deutlich zu sagen, wir alle hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen in einer Verantwortung und Fürsorgepflicht für die Soldatinnen und Soldaten, die wir in Auslandseinsätze entsenden. Sie haben verdient, dass wir ihnen vom Material und von der Infrastruktur die Ausrüstung und den Schutz zuteil und zugute werden lassen, der notwendig ist für die Einsätze. Bei der ganzen veränderten Sicherheitslage, Auslandseinsätze sind und bleiben das wahrscheinlichste Einsatzszenario der Bundeswehr. Und unsere Sorge ist, dass durch dieses Umsteuern im Haushalt hier Mittel verloren gehen, die an dieser Stelle gebraucht werden würden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und viel hilft auch nicht viel, lieber Kollege Kalb, wenn wir über die Trendwenden reden. Ich bin ja, Frau von der Leyen, ganz froh, dass dieses Rednerpult Haltegriffe hat, so oft wie Sie im vergangenen Jahr die Trendwenderin waren. Sie haben es ja eben gerade wieder dargestellt, Trendwende Personal, Trendwende Material, Trendwende Haushalt. Ich bin gespannt, was als nächste Trendwende erscheinen wird. Wenn wir uns das dann mal im Detail anschauen, dann haben wir es zum einen mit von der Leyens Waffenwunschzettel zu tun, dieser 50 Milliarden Euro Liste, was Sie alles an Material kaufen wollen, ohne Priorität, ohne nachzuchecken, wo es besonders eng ist vielleicht bei der Bundeswehr. Wir haben mal hochgerechnet, was Sie an Geld dafür jährlich brauchen, unabhängig davon, dass wir es Quatsch finden. Aber Sie bräuchten jährlich 3,6 Milliarden und mehr ab jetzt, um diese Ankündigung umsetzen zu können. Was Sie mehr haben im Rüstungsbereich im kommenden Jahr, sind 636 Millionen Euro. Das heißt, die Bugwelle, die Sie ab dann bräuchten, wären schon 3,8 Milliarden im nächsten Jahr. Ich habe hier meine Zweifel, nicht nur, ob das sinnvoll ist, sondern vor allem, ob Sie es je finanzieren werden. Und die zweite Trendwende, Personal, möchte ich Sie nur daran erinnern, in Ihrer gesamten Amtszeit haben Sie im Haushaltsvollzug, also bei dem, was Sie tatsächlich ausgegeben haben, immer wieder Geld in das Personal umschichten müssen. Im letzten Jahr haben allein über 900 Millionen Euro für Personalausgaben gefehlt, die Sie woanders abgezogen haben. Ich habe da große Zweifel, ob es wirklich gelingen wird, das Personal der Bundeswehr zu erhöhen, zumal Sie diese Ankündigung auch erst in der nächsten Legislaturperiode wirksam werden lassen. Ihr großes Problem ist Folgendes. Die Bundeswehr hat unbestritten Probleme. Die Bundeswehr hat unbestritten viel zu tun. Aber um diese Probleme zu lösen, brauchen Sie eine vernünftige Balance zwischen dem Auftrag, zwischen dem, was die Bundeswehr können und tun soll, und dem, was sie auch nicht können soll und wofür sie nicht zuständig ist. Ich denke da an die innere Sicherheit. Sie brauchen eine kluge Bilanz zwischen dem, zwischen dem Material, zwischen dem Personal, zwischen den finanziellen Ressourcen. Aber wenn Sie an allen vier Dingen quasi wie an einer Heizung alle Regler aufdrehen, dann werden wir es in ein paar Jahren mit einer Truppe zu tun haben, die vielleicht größer ist, die vielleicht mehr Geld kostet, aber wo diese Probleme nicht gelöst sind, und wir es erneut mit einer Überlastung zu tun haben. Und damit werden Sie Ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen, die Ihnen anvertraut sind, nicht gerecht, Frau Ministerin. Es gibt aber auch noch einen ganz anderen Aspekt, warum viel hilft viel und 2,3 Milliarden Euro Etatsteigerung nicht gerechtfertigt sind. Meine Damen und Herren, kein anderer Einzelplan im Bundeshaushalt steht so für Verschwendung wie der Verteidigungsetat. Nirgendwo anders wird in einer solch laxen Weise mit Steuergeldern umgegangen. Es ist ein trauriger Schauplatz verteuerter und verspäteter Großprojekte, was Sie da haben. Und in ein solches Fass ohne Boden weiteres Geld reinzuwerfen, das ist das falsche Signal. Ich kann nicht verstehen, warum Wolfgang Schäuble eine solch schlechte Haushaltsführung belohnt. Sie haben hier eben darüber geredet, dass Sie die Rüstungsausgaben, den rüstungsinvestiven Teil erhöhen wollen.
dann erklären Sie diesem Parlament doch bitte mal, warum Sie im letzten Jahr aus dem Bereich 482 Millionen Euro gar nicht ausgegeben haben. Sie haben sie umgeschichtet. Warum brauchen Sie dann mehr Geld für Rüstung? Und ich danke da meinem Büro, dass man mal die Haushaltsrechnung des Bundes sich vorgenommen hat und nachgerechnet hat, wie haben Sie denn das Geld tatsächlich ausgegeben? Ja, der Haushaltsgesetzgeber gibt Ihnen Flexibilisierungs- und Umschichtungsmöglichkeiten. Wir als Parlament denken daran, dass das für Ausnahmefälle da ist, wenn mal wo was liegen bleibt, wenn man mal umsteuern muss. Aber was Sie im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass Sie über 1,7 Milliarden Euro im Verteidigungsetat völlig anders verausgabt haben, als wir als Parlament das im Beschluss des Haushaltes vorgesehen haben. Das ist ein Umgang in einer exzessiven Art und Weise mit den Umschichtungsmöglichkeiten im Bundeshaushalt. Das hat nicht nur nichts mehr mit Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zu tun und wird zu Recht vom Bundesrechnungshof gerügt. Nein, das zeigt auch, dass schlechte Haushaltsführung im Verteidigungsministerium zu Hause ist. Sie haben Ihren Haushalt nicht im Griff. Und deswegen ist es falsch, Ihnen da mehr Geld zu geben. Und um zum Schluss noch mit einer Legende aufzuräumen. Nicht nur bei Ihren Amtsvorgängern, Frau von der Leyen, sind Dinge schiefgelaufen. Auch bei Ihnen. Hören Sie auf, Probleme bei Rüstungsprojekten, bei Thomas de Maizière oder Karl Theodor zu Guttenberg abzuladen. In Ihrer Amtszeit haben Sie eine Bekleidungsgesellschaft der Bundeswehr an die Wand gefahren. Wir hätten fast Abschreckung neu definieren können, nämlich mit unbekleideten Soldaten, wenn man das Problem nicht im letzten Moment in den Griff bekommen hätte. Aus Thomas de Maizières Eurohawk wird jetzt Ursula von der Leyen's Triton-Projekt. Sie müssen fast noch mal die gleiche Summe in die Entwicklung eines Aufklärungsmoduls stecken, ohne zu wissen, ob es am Ende dafür überhaupt eine Drohne gibt, die fliegt. Und schließlich, am Freitag will die Bundeswehr ja den fünften A400M, viel weniger als zu dem Zeitpunkt vorhanden sein sollen, übernehmen. Und schließlich setzen Sie die Ansprüche, die wir gegenüber der Rüstungsindustrie haben, selbst wenn Verträge mal gut sind, nur halbherzig durch. Statt am Monatsende jeweils der Firma Airbus den Schadensersatz und die Verspätungszahlungen abzuziehen, die uns zustehen würden, warten Sie, bis ein neues Flugzeug kommt und verrechnen es erst dann, lassen denen den Zinsvorteil und zeigen hier keine harte Hand. Nein, Frau Ministerin, viel hilft an dieser Stelle nicht viel. Wir Grüne, wir werden in den anstehenden Haushaltsberatungen aufzeigen, wo man beim Auftrag der Bundeswehr sich fokussieren kann, wo man sich priorisieren kann. Wir werden aufzeigen, an welchen Stellen im Verteidigungshaushalt Geld verschwendet wird, falsch ausgegeben wird, wo auch Einsparpotenzial besteht. Und wir werden zeigen, dass man am Ende ohne eine Etaterhöhung, also mit weniger Geld, als Sie es vorhaben, auskommen wird. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Tobias Lindner war das für die Bündnisgrünen. Ja, üblicherweise freuen sich die Haushälter über mehr Geld. Dass das aber auch nicht der Fall sein kann, hat Tobias Lindner hier begründet. Viel hilft nicht immer viel, weil hier die falschen Aspekte im Verteidigungsetat seiner Ansicht nach gesetzt werden. Es hat was mit der Sonne, nicht mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Er hat sich schon in Sicherheit gebracht, aber wir halten hier nach ganz weit vorne die Stellung. Gut. Und Claudia Roth hat eben, wenn Sie es zum Teil hören konnten, noch mal erläutert, dass er hier im Plenarsaal gerade in diesen Abendstunden ein ganz besonderer Lichteinfall ist und dass der ein oder andere doch geblendet ist, nicht immer vom Redner. Da gab es ein wenig Belustigung hier im Plenarsaal. Aber jetzt geht es auch weiter in der Debatte, ganz ernst, nämlich mit Ingo Gerdichens für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. Alles, was wir beschlossen haben, quasi insgesamt als ein Moloch dargestellt haben. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da frage ich mich schon, wo waren Sie in den letzten Verteidigungsausschusssitzungen, wo wir jedes Projekt diskutiert haben und wo wir auch die Probleme erkannt haben und wir mit dieser Ministerin, mit diesem BMVG auf dem Weg sind, all diese Probleme zu lösen, also nicht in Bausch und Bogen die Bundeswehr kritisieren. Sie schaden damit nicht nur der Ministerin, sondern dem Ansehen unserer Soldatinnen und Soldaten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beraten in erster Lesung, liebe Kolleginnen und Kollegen, in erster Lesung den Verteidigungshaushalt, der vom Volumen her nicht nur der zweitgrößte Etat ist,
sondern in der jetzigen Zeit sicherlich auch einer der bedeutsamsten Einzelpläne des Bundeshaushalts ist. Die weltweite Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Die Welt ist fragmentierter und unübersichtlicher geworden. Die Vielzahl, Gleichzeitigkeit und Verschiedenheit von Konflikten und Krisen an der Peripherie Europas sowie die virulente Gewalt durch Terroranschläge haben die Grenzen von innerer und äußerer Sicherheit verschwimmen lassen. Die Auswirkungen dieser Entwicklung spüren wir, spüren die Menschen in Deutschland. Ja, wir spüren diese Auswirkungen nicht nur, sondern an einigen Stellen gibt es, sicherlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Rängen, so etwas wie eine gewisse Verunsicherung. Es ist deshalb nur verständlich, dass die deutsche Sicherheitspolitik mehr denn je in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt ist. Die Bundeskanzlerin hat heute Morgen in ihrer Rede die vier wichtigsten Grundsäulen unseres politischen Handelns erläutert, die mit Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Solidarität einhergehen. Äußere und innere Sicherheit garantiert erst diese Freiheit und ermöglicht Gerechtigkeit und Solidarität. Von daher ist es logisch, dass Verteidigungspolitik in der Gesellschaft wieder ein viel diskutiertes und breit wahrgenommenes Thema ist. In einer Zeit, in der Anschläge, leider auch Krieg und Terror näher gerückt sind, sollte dem Letzten klar geworden sein, dass wir hellwach und aufmerksam sein müssen und das sprichwörtliche freundliche Desinteresse gegenüber unseren Sicherheitskräften, egal ob gegenüber Polizei oder Bundeswehr, ein Ende haben muss. Die Mitglieder meiner Fraktion, die Mitglieder der CDU/CSU, kämpfen dafür, dass die Arbeit und das Wirken unserer Soldatinnen und Soldaten noch mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft erfährt. Der Beruf des Soldaten ist kein Beruf wie jeder andere. Sie stehen mit Leib und Leben für Frieden, Freiheit und Sicherheit ein und verdienen für ihren Dienst Respekt und unser aller Hochachtung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um den teils sehr komplexen Problemen und der Eindämmung von Konflikten zu begegnen, bedarf es kluger Antworten und einer verantwortungsvollen Sicherheitspolitik. Konzeptionell hat das neue Weißbuch hier den richtigen Weg aufgezeigt. Unser sicherheitspolitisches Denken darf aber keine weißbuchorientierte Festschreibung sein, sondern muss dynamisch und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund der Bedrohung verbieten sich Vorbehalte zwischen den Ressorts von selbst. Ebenso, liebe Kolleginnen und Kollegen, verbieten sich vorbehaltlich bezüglich des Einsatzes vorhandener Ressourcen. Alles, was einsetzbar ist und helfen kann, muss in einer kritischen Lage zum Schutz unserer Bevölkerung auch verfügbar sein. Wir haben das hier vielfach, auch kontrovers, diskutiert. Dies gilt für Bedrohungen in Deutschland ebenso wie für Bedrohungen außerhalb Deutschlands. Und ich möchte an dieser Stelle Ihnen, Frau Bundesministerin, danken. Sie haben eine dringend notwendige Diskussion um den Einsatz der Bundeswehr im Innern in aller Sachlichkeit angestoßen. Der Unionsfraktion geht es um Rechtssicherheit. Daher sollten wir hier im Parlament diese Debatte ohne ideologische Scheuklappen pragmatisch und offen fortführen. Meine Damen und Herren, der vorgelegte Haushaltsentwurf für den Verteidigungsetat zeigt eine deutliche, vor allen Dingen aber wirkungsvolle, Herr Dr. Lindner, Trendwende. Bei Frau Ebers-Meyer war es noch ein maßvoll. Ja, ich sage wirkungsvoll. Und ich möchte Ihnen, Frau Dr. von der Leyen, und allen Beteiligten in Ihrem Ministerium für Ihren beharrlichen Einsatz danken. Nach Jahren, in denen die Bundeswehr so etwas wie der Sparstrumpf der Republik war, haben Sie eine zwingend notwendige Wende vollzogen. Nicht nur die deutschen Soldatinnen und Soldaten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nehmen dieses Handeln positiv wahr.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, ist vollkommen klar, Deutschland muss entsprechend seiner Größe und Wirtschaftskraft Verantwortung in der Welt und für Europa übernehmen. Und, meine Damen und Herren, Deutschland kommt seiner Verantwortung nach. Unser internationales Engagement in der Konfliktverhütung und Eindämmung als auch in der Bündnisverteidigung wird von unseren Partnern hoch geschätzt. Sei es bei EUNAV Med for Sophia, dem Einsatz der Marine in der Ägäis oder der Beteiligung an der NATO-Präsenz in Osteuropa. Deutsche Einsatzkräfte stehen überall dort bereit, wo sie im Bündnis gefordert werden. Gleichzeitig erwächst aus dem positiven Wirken auch eine gewisse Erwartungshaltung, der wir, der unsere Soldatinnen und Soldaten gerecht werden müssen und ihr auch gerecht werden. Die deutsche Sicherheitspolitik muss modern und gleichermaßen flexibel sein. Das gilt auch und besonders für unsere Bundeswehr. Das aggressive Verhalten Russlands, der globale Terrorismus und letztendlich die Massenmigration nach Europa führen dazu, dass man die eigene Sicherheitspolitik nicht mehr an einem Szenar ausrichten kann. Wir müssen alles können, und das auch in weit entfernten Regionen der Welt. Die Bundeswehr hat sich und muss sich immer wieder neu darauf einstellen, dass immer mehr Einsatzfähigkeiten in Auslandseinsätzen gefordert werden. Unsere Verteidigungs- und Außenpolitik geht einher mit dem Gedanken, dass Krisenbewältigung viel früher einsetzen muss. Nur so können wir erreichen, dass es nicht zu weiteren humanitären Katastrophen oder Flüchtlingsströmen kommt. In einer globalisierten Welt passieren die Dinge mit geringer Verzögerung überall und manchmal sofort. Deshalb müssen wir noch schneller aktiv werden und helfen, dass keine weiteren Krisenherde entstehen und Menschen aus ihrer angestammten Heimat flüchten müssen. Meine Damen und Herren, Krisenbewältigung ist natürlich nicht nur und schon gar nicht primär eine militärische Aufgabe, sondern der Einsatz von Militär bleibt für uns, bleibt für diese Regierung auch Ultima Ratio. Die Aufgaben, die wir unserer Bundeswehr erteilt haben, waren schon in der Vergangenheit selten alleine zu schaffen. Wir können Sicherheit nur gemeinsam mit den Partnern erreichen. Deutschland kann sich glücklich schätzen, fest in der Europäischen Union und der NATO verankert zu sein. Für eine vertiefte verteidigungspolitische Integration muss es daher aber auch weitere enge multilaterale Kooperation nach dem Bottom-up-Prinzip geben, wie wir dies zum Beispiel erfolgreich mit den Niederländern praktizieren. Deutschland wird auch zukünftig, wo immer möglich und gewünscht, als Anlehnungs- und Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erhöhen 2017 für den Verteidigungsetat. Wir erhöhen ihn signifikant. Dies ist wichtig, denn so sehr wir in wichtigen Teilen auf das Engagement der USA als Partner in der Sicherheitspolitik angewiesen sind, so sehr müssen wir auch unsere eigenen und finanziellen Anstrengungen erhöhen. Auch wenn noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, auch wenn eine Jahreszahl vor Augen schwebt, wenn wir finanziell weiter den Etat so aufwachsen lassen, ist es doch noch eine Menge Überzeugungskraft, die wir aufbringen müssen, dass wir tatsächlich das 2%-Ziel des BIPs erreichen. Diese Mittel sind aber auch notwendig, um die Bundeswehr in der Tiefe und Breite, die Fachleute wissen, wovon ich rede, zu modernisieren. Zwar ist es in allen Bereichen die Trendwende, die eingeleitet wurde, aber wir brauchen hier weiterhin mutige, tiefgreifende Schritte hin zu mehr Modernität. Die Bundeswehr muss nicht nur wieder Technologieführer in vielen Bereichen werden, um auch neuen Bedrohungsszenarien wie zum Beispiel Cyberabwehr zu bewältigen. Sie muss in Gänze für künftige Aufgaben bestmöglich ausgerüstet sein.
Wir brauchen eine verstärkte Kooperation bei der Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern in Europa, allerdings dort, wo es Sinn macht und nicht um jeden Preis. Denn die Fähigkeitsverbesserungen für die Bundeswehr brauchen wir am besten schon heute, nicht erst in 5, 10 oder 20 Jahren. Das ist ebenfalls Teil einer aktiven Sicherheitspolitik. Personal ist der Schlüssel. Sie haben das erkannt, Frau Ministerin, und mit der Agenda Attraktivität und der Agenda Personal die richtigen Weichenstellungen auf den Weg gebracht. Sie haben erkannt, dass zu einer modernen und leistungsfähigen Bundeswehr motiviertes und engagiertes Personal gehören. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Auch hier liegen noch große Aufgaben vor uns. Die individuelle Förderung eines jeden Einzelnen muss weiter verbessert werden. Laufbahnen müssen durchlässiger und Verpflichtungszeiten flexibler gehandhabt werden. Meine Damen und Herren, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Daher begrüßt meine Fraktion den vorgelegten Entwurf zum Einzelplan 14. Gerade in der heutigen Zeit muss uns Sicherheit mehr, muss uns unsere Sicherheit manchmal viel mehr wert sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ingo Gädichens war das für die CDU-CSU-Fraktion, Mitglied im Verteidigungsausschuss, und er sprach sie an, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr für die Auslandseinsätze. 3000 Soldaten der Bundeswehr sind momentan in Auslandseinsätzen. Zu viel immer noch für die Linke, die ja gerne alle Bundeswehrsoldaten aus Auslandseinsätzen zurückholen würde. Jetzt hören wir Christine Buchholz für die Linke. Trendwende zur Hochrüstung. Und dabei ist es keineswegs so, dass in den vergangenen Jahren der sogenannte Verteidigungshaushalt stagniert oder gar geschrumpft wäre. Tatsächlich von 1999 bis 2016 ist davon umgerechnet 24 auf über 34 Milliarden Euro angewachsen. Und Sie sagen es selbst, die 2,3 Milliarden, die Sie jetzt obendrauf packen, sind nur der Anfang. Sie zielen auf einen Verteidigungsetat von 60 Milliarden. Frau von der Leyen, Sie sind die Hochrüstungsministerin. Sie sind stolz darauf. Ich würde mich dafür schämen. 7% soll der Militärhaushalt jetzt wachsen, und das ist gemessen an allen anderen Ressorts ein überproportionales Wachstum. Und innerhalb des Verteidigungsetats wächst der Anteil für rüstungsinvestive Aufgaben, also der Teil, bei dem es um die Beschaffung von neuem Großgerät geht. Und hier werden die Prioritäten deutlich. Nicht nur der Verteidigungsministerin, sondern der gesamten Großen Koalition. Denn es mutet schon seltsam an, wenn der Außenminister Steinmeier einerseits Rüstungskontrolle in Europa anmahnt, aber andererseits zu Hause einen neuen Rekordrüstungshaushalt mitträgt. Nach dem Willen dieser Großen Koalition soll der Anteil für militärische Forschung, Entwicklung und Erprobung um satte 50% ansteigen. Und was heute erforscht und entwickelt wird, soll morgen beschafft werden, zum Beispiel eine europäische Kampfdrohne, die Sie ja noch in der SPD im Wahlprogramm ausgeschlossen haben. Und viele Fernsehberichte und Dokumentationen haben gezeigt, mit dieser Technologie haben die US-Streitkräfte in Afghanistan, Pakistan, Jemen und Somalia Tausende von Menschen hingerichtet, darunter unzählige Zivilisten. Kampfdrohnen führen zu einer Automatisierung des Krieges und einer Entgrenzung. Dafür darf kein einziger Euro bereitgestellt werden. Für Rüstungsprojekte werden Milliardensummen verschleudert. Ein Beispiel ist der Militärtransporter A400M. In den Medien hören wir vor allen Dingen von den Pannen. Auf dem Jungfernflug stürzte eine Maschine ab, und bislang ist nur ein Bruchteil der bestellten Maschinen ausgeliefert. Aber der eigentliche Skandal ist der Sinn dieser Maschine. Sie soll die Bundeswehr nämlich befähigen, mit Kampfhubschraubern und Panzern auf anderen Kontinenten militärisch einzugreifen. Das heißt, der A400M ist ein Flugzeug, das die Großmachtambitionen der Bundesregierung widerspiegelt. Die Gesamtkosten nähern sich den 10 Milliarden Euro, und ein Ende ist nicht abzusehen. Und dreimal dürfen Sie raten, wer das bezahlen soll: die Steuerzahler. Und wer profitiert? Bei der Eurodrohne genauso wie beim A400M: Airbus, der größte Rüstungskonzern mit deutscher Beteiligung. Das heißt, die Masse der Bevölkerung zahlt für die Extraprofite von wenigen. Und das ist die Realität, und dem stellen wir uns als Linke entschieden entgegen.
Bemerkenswert auch, im Haushalt 2017 werden die Mittel für Auslandseinsätze der Bundeswehr auf mehr als das Doppelte steigen. Ein Teil der Mittel fließt in den Aufbau einer permanenten Basis der Luftwaffe nahe der syrischen Grenze im türkischen Incirlik. Und Incirlik ist ein Symbol der Verlogenheit der Bundesregierung. Anfang behaupten Sie, es ginge um die Unterstützung der Verbündeten im Kampf gegen den Terror. Dafür haben Sie die Bomber der US-Streitkräfte und anderer betankt und Aufklärungsbilder bereitgestellt. Wir haben das immer für falsch gehalten, weil Bomben bringen keinen Frieden und Terror kann so nicht bekämpft werden. Aber das war Ihre Begründung. Nun reichen Ihnen die Anlagen der Verbündeten offensichtlich nicht mehr aus. Sie lassen für 26 Millionen Euro ein Flugfeld für deutsche Tornados bauen, beschaffen einen mobilen Gefechtsstand für 30 Millionen und planen dafür ein eigenes Fundament von 2 Millionen. Wer ein Fundament gießt, dem geht es darum zu bleiben. Und die Wahrheit ist, Ihnen geht es um nichts anderes, als die militärische Dauerpräsenz der deutschen Luftwaffe im Mittleren Osten zu sichern. Und das macht nur Sinn, wenn man in Zukunft zumindest mit Bomben können will. Die Große Koalition rüstet auf, um die Bundeswehr an immer mehr Kriegen zu beteiligen, wie in Syrien und Irak. Und wenn dann die Opfer dieser Kriege nach Europa und Deutschland kommen, werden sie von denselben Parteien zum Sündenbock für ihre unsoziale Politik gestempelt. Und das ist unsäglich. Und die Debatte um den Einsatz im Innern, wir haben das kurz eben gehört, Frau von der Leyen hat nicht genug davon, die deutsche Außenpolitik zu militarisieren. Nun soll auch noch die Innenpolitik militarisiert werden. Die Union kann es offensichtlich kaum abwarten, endlich Soldaten mit Waffen in der Hand wie in Frankreich durch die Straßen patrouillieren zu sehen. Ich sage Ihnen, die Bundeswehr im Innern hilft nicht gegen Terror, sondern erhöht nur das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung. Und die Linke wird sich dem konsequent entgegenstellen. Zu Ihrer Politik gehört auch der Aufbau einer besonderen Cybertruppe innerhalb der Bundeswehr. Das heißt nichts anderes. Die Bundeswehr soll künftig in die Lage versetzt werden, im Internet im großen Stil spionieren und auch angreifen zu können. Und mit Verlaub, das ist genau das, was Sie der russischen Seite vorwerfen, nämlich hybride Kriegsführung. Die Linke, natürlich machen Sie das auch, aber Sie wollen das auch machen. Und das ist das Problem, weil wir sitzen hier im deutschen Parlament und das Problem ist, dass genau Sie da die Fähigkeit zur hybriden Kriegsführung ausbauen wollen. Und das lehnen wir als Linke entschlossen ab. Wir sagen, hören Sie endlich auf, die Rüstungsspirale anzuheizen. Wir werden in die Haushaltsberatung dieses Jahr konkrete Anträge zur Streichung von Rüstungsinvestitionen, Auslandseinsätzen und Maßnahmen zur Rekrutierung für die Bundeswehr einbringen. So könnten unmittelbar 6 Milliarden Euro umgeschichtet werden für Soziales und Entwicklung. Und das wäre doch ein sinnvoller erster Schritt. Vielen Dank. Das sagt Christine Buchholz für die Linksfraktion, die Sprecherin für Verteidigungspolitik. Und jetzt geht es weiter mit Rainer Arnold für die SPD-Fraktion, ebenfalls verteidigungspolitischer Sprecher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht mir so mit der Sonne, Entschuldigung. Das Weißbuch beschreibt das komplizierter gewordene sicherheitspolitische Umfeld, in dem wir leben, von der NATO bis hin zu der Gefährdung der Computernetze, Frau Kollegin. Und die deutsche Gesellschaft ist immun gegen Militarisierung. Was für ein Bild haben Sie vom deutschen Volk? Wir sollten stolz sein, dass wir in einem Land leben, das da völlig ungefährdet ist. Ja, aber gut. Und wir sind uns auch darüber im Klaren. Es gibt auf diese großen sicherheitspolitischen Herausforderungen natürlich nicht nur militärische Antworten. Da sind wir uns doch völlig einig. Aber klar ist auch, das Weißbuch muss Folgerungen bei der Bundeswehr und für die Struktur bei der Bundeswehr nach sich ziehen. Und ich habe schon den Eindruck, es wird über eine neue Konzeption nachgedacht im Ministerium. Das muss nicht eine neue, komplette Reform sein, da sind wir uns einig. Wir haben Sie auch immer unterstützt, wenn Sie viele kleine Änderungsschritte gemacht haben, Frau Ministerin. Wir finden uns dort auch mit unserer Kritik, die wir in den letzten Jahren an der alten Regierung geübt haben, wieder. Und wir glauben auch, dass Sie in der
der Lage sind, bei diesem Weg so zuzuhören, dass nicht die Fehler der alten Bundesregierung wiederholt werden. Den Soldaten wäre viel erspart worden, hätte Ihr Vorgänger auch offene Ohren gehabt. Aber eines ist auch klar, die Voraussetzungen für eine Veränderung und eine tragfähige Struktur sind solide und ausreichende Finanzen. Frau Ministerin, Sie haben heute ja sehr gut gelaunt hier gesprochen. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber ich glaube, man muss schon aufpassen, dass die Stimmung nicht deutlich besser ist als die finanzielle Wirklichkeit für die Streitkräfte. Ich würde mir bei allem Stolz auf die Trendwende, und es ist wahr, nach Jahren der Stagnation geht es zumindest wieder in die richtige Richtung, bei allem Stolz auf diese Trendwende würde ich mir schon wünschen, dass wir dann ehrlich miteinander diskutieren, wie weit die Schritte in den nächsten Jahren reichen und was nicht möglich ist. Das gehört zu einer verantwortungsvollen, vorausschauenden Politik, weil mit diesen Vorgaben müssen wir alle als Parlamentarier und als Regierung in den nächsten Jahren arbeiten. Oder wie ein Journalist vor einiger Zeit geschrieben hat, die Ambitionen sind nach wie vor deutlich größer als die Ressourcen in dem Bereich, in dem sie Verantwortung tragen. Ich plädiere also für ein realistisches Bild, so wie Sie es beim Beschaffungswesen gemacht haben. Da haben Sie sich nämlich ehrlich gemacht. So sollte es auch bei den Finanzen geschehen. Und Frau Ministerin, wir werfen Ihnen überhaupt nicht vor, dass Sie nicht alles erreicht hatten, was notwendig ist. Die 130 Milliarden sind von vornherein so eine große Zahl, da sind viele Menschen erschrocken. Zur Wirklichkeit gehört, die 130 Milliarden reichen nicht mal aus, um den Modernisierungsstau wirklich aufzuheben. Zur nächsten Wirklichkeit gehört aber auch, in der mittelfristigen Finanzplanung fehlen Jahr für Jahr 5 Milliarden, wenn man den personellen Aufwuchs und die Modernisierung des Geräts zusammenrechnet, fehlen Jahr für Jahr 5 Milliarden, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Und ich werfe Ihnen es nicht vor, dass Sie es nicht erreicht haben, weil wir wissen schon, wie kompliziert es ist angesichts der sehr unterschiedlichen Interesse und angesichts der Defizite in anderen wichtigen Bereichen, dies zu erreichen. Wir kritisieren aber, dass man so tut, als ob wäre alles gut. Ich glaube, die Soldaten sind mit ihrer Geduld so langsam am Ende. Das haben die schon oft gehört, alles wird gut. Und dann hat man gesehen, wir kommen in eine Situation, wo die notwendigen, manchmal auch schmerzhaften Entscheidungen verdrängt wurden, weil man geglaubt hat, man kann damit umgehen mit dem knappen Geld. Schieben, stricken und so weiter. So weit dürfen wir nie mehr kommen. Und deshalb bleiben wir bei unserer Forderung und Erkenntnis, wenn die Ressourcen nicht für alles reichen, was wir bräuchten, muss man die Kraft und den Mut haben, dann Schwerpunkte zu bilden, insbesondere mit Blick auf unsere europäischen Partner. Es ist ja toll, dass sich in Italien und Frankreich im Hinblick auf Europäisierung derzeit was bewegt. Wir Deutschen sollten den Ball aufnehmen und Schwerpunkte bilden. Frau Ministerin, Sie hätten bei diesem schmerzhaften Prozess unsere Unterstützung. Wenn dies nicht geleistet wird, wird auch in den nächsten Jahren viel getan, aber nichts wirklich ganz gut, sondern das meiste wird Mittelmaß bleiben. Und es ist nicht gut für unsere Sicherheit und es ist nicht gut fürs Bündnis. Und ich wünsche mir zum Zweiten, dass man sich auch in dieser NATO-Debatte ehrlich macht. Herr Kollege Gädichen, Sie haben wieder gesagt, die 2%, da bewegen wir uns drauf zu. Die Kanzlerin hat bei uns im Verteidigungsausschuss gesagt, die Bundeswehr braucht das natürlich, ein Mittel, was sie für ihren Auftrag benötigt. Und dann ist sie nach Warschau gefahren, hat gesagt, wir haben jetzt 1,2% erreicht, wir sind auf dem richtigen Weg. Nein, wahr, Herr Gädichen, ist, in den nächsten Jahren geht es wieder rückwärts. Wir haben weniger als die 1,2%. Und ich plädiere hier für eine ehrliche Debatte irgendwann auch mal in der NATO. Wollen wir noch mal 30 Jahre lang der NATO erzählen, wir Deutschen würden an dem 2%-Ziel arbeiten? Dies wären 64 Milliarden im nächsten Jahr statt 36 Milliarden. 64 Milliarden. Das ist keine Vision, das ist Utopie. Und deshalb heißt ehrlich machen in diesem Bereich, unsere Ansprüche sind
auf Augenhöhe und auf Verantwortungshöhe mit den französischen und britischen Partnern im Bündnis zu sein. Um das zu erreichen, müssen wir auch noch ein gutes Stück leisten und arbeiten. Und das ist das seriöse Angebot, das wir der NATO machen könnten und aus meiner Sicht auch machen müssen und nicht Traumtänzereien weiterhin nachlaufen. Nun, lassen Sie mich zu den politischen Debatten in den letzten Wochen was sagen, vor allen Dingen, weil Ingo Gädichens ja das Thema Bundeswehr und innere Einsätze angesprochen hat. Herr Kollege, Sie sagen, die Soldaten brauchen Rechtssicherheit. Wir haben Rechtssicherheit. Artikel 35 unseres Grundgesetzes beschreibt, was möglich ist. Und die Interpretation des Verfassungsgerichtes sagt doch sehr deutlich, die Bundeswehr kann über Amtshilfe auch dann mit militärischen Mitteln eingesetzt werden, wenn eine ungewöhnliche Ausnahmesituation katastrophalen Ausmaßes vorliegt. Und ich glaube, bei einer ehrlichen Debatte, Herr Kollege, es geht Ihnen gar nicht so sehr um Rechtssicherheit. Wenn Kollegen aus München, da sitzt er ja, bereits wenige kurze Zeit nach den schlimmen Anschlägen in München nach der Bundeswehr rufen, dann wird doch deutlich, um was es geht. Sie wollen diese hohe Hürde des Verfassungsgerichtes, nämlich Bundeswehr als Ultima Ratio zu rufen, wenn die Polizei objektiv nicht mehr in der Lage ist, schwierige Situationen zu beherrschen. Sie wollen diese hohe Hürde verändern und wollen die Schwelle senken. Und wir sagen es klar, Sozialdemokraten sind deshalb misstrauisch. Wir wollen die Übung, die notwendig ist. Wir haben überhaupt kein Problem, die Verfahren auf Stabsebene zu üben. Wir werden aber ganz genau schauen, dass diese Vorgaben unserer Verfassung eingehalten werden und dass es keinen schleichenden Prozess gibt. Und im Übrigen, Sie hätten in diesem Bundestag auch nach Wahlen vermutlich keinen Partner, der bereit wäre, diese hohe Hürde zu senken, weil es nicht sinnvoll ist und weil wir es nicht brauchen. Das zweite politische Thema, wurde heute ja schon viel drüber gesprochen, ist die Türkei und Incirlik. Für uns Verteidigungspolitiker ist es zunächst mal ziemlich einfach. Entweder es kehrt wieder Normalität ein, das ist mehr als der Besuch von den Obleuten in Incirlik Normalität. Das ist wieder der normale Umgang mit den Partnern in der Türkei. Dass wir unsere Soldaten als Selbstverständlichkeit besuchen können, dass wir im Dialog sind, dass wir auch zeigen können, wir verstehen schon, dass die Türkei nach dem versuchten Militärputsch mit zwei Fronten des Terrors im Inland, an der Grenze zum Land, wo Krieg geführt wird, dass wir denen schon zeigen, dass wir ihre schwierige Situation ernsthaft verstehen. Und wir auch wissen, da gibt es nicht immer leichte Antworten. Das ist die eine Seite. Aber zur Normalität jenseits des Besuches in Incirlik gehört dann schon auch, dass wir ein Partner, und die Türkei muss Partner sein, das ist NATO-Mitglied, ein Partner besonders klare und strenge Maßstäbe anlegen, wenn es um Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit und Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel im Kampf gegen den Terror geht. Und darüber müssen wir reden mit den Türken. Und was die Linken im Augenblick betreiben, Motto, wir reden mit denen nicht mehr, wir grenzen die aus. Das ist nicht nur Diskussionsverweigerung, sondern das ist letztendlich Politikverweigerung. Und es zeigt, dass Sie nun wirklich nicht in der Lage sind, hier auf Berliner Ebene in irgendeiner Form, so wie Sie aufgestellt sind, Verantwortung übernehmen und Verantwortung zu tragen. Lassen Sie mich zum Schluss ein Jahr vor der Bundestagswahl was von der Ministerin aufgreifen. Sie sagte, das Zeitfenster schließt sich für Entscheidungen. Frau Ministerin, das muss eigentlich nicht sein. Ich sage Ihnen, wir Sozialdemokraten werden bis zur Sommerpause nächsten Jahres jeden sinnvollen Vorschlag, den Sie und die Bundesregierung zur Verbesserung der Situation, der Attraktivität des Soldatenberufs und der Ausstattung auf den Tisch legen, werden wir seriös beraten und möglichst auch entscheiden. Da schließt sich kein Zeitfenster. Wir sollten das gemeinsam tun. Es wird dabei bleiben. Wir werden sehr konstruktiv mit Ihnen zusammen an den wichtigen Themen arbeiten. Und es bleibt auch dabei, Sozialdemokraten im Verteidigungsausschuss sind nicht einfache Abnicker, sondern dort, wo wir kritisch diskutieren müssen, werden wir das auch im nächsten Jahr wie in der Vergangenheit tun. Und ich glaube, das hilft Ihnen und hilft uns allen. Recht herzlichen Dank. Bye.
Werner Arnold für die SPD. Und er hat deutlich gemacht, wo es aber auch Auseinandersetzungen gibt in der Großen Koalition. Bundeswehreinsätze im Innern beispielsweise sind ja zwischen Union und SPD seit Jahren umstritten. Und das bleibt auch so, sagt zumindest Werner Arnold. Auch wenn die SPD zugestimmt hat, dass die Polizei voraussichtlich im Februar in 4 Bundesländern gemeinsame Übungen mit der Bundeswehr veranstalten wird. So, und jetzt gibt es aber hier doch noch eine Kurzintervention aus der Linken von Michael Läutert. Hat jetzt das Wort. Kollege Arnold, um Folgendes klarzustellen. Ich habe nicht gesagt, dass die Türkei für uns völlig irrelevant ist und ausgegrenzt werden soll. Ich habe nur gesagt, was das militärische Vorgehen der Türkei in Syrien gegen die kurdischen Truppen, die die Verbündeten der Allianz gegen den IS sind, die von den Amerikanern nicht bloß mit Nachrichten unterstützt werden, sondern auch mit Soldaten vor Ort unterstützt werden, dass diese Verbände von den Türken militärisch bekämpft werden, zeigt, dass die Türkei in dem Fall des Konfliktes nicht Teil der Lösung derzeit sind, sondern Teil des Problems und aus diesem Grund für uns keine Partner im Kampf gegen den IS sein können, in diesem speziellen Fall. Das habe ich gesagt und das möchte ich gerne noch mal so klarstellen. Herr Arnold. Also, zunächst mal, ich habe nicht nur über Sie gesprochen, sondern über die Aufstellung der Linken insgesamt. Und wenn es dort aktuell eine Debatte gibt, ob man überhaupt in die Türkei fährt, mit dem Verteidigungsausschuss und überhaupt das Gespräch sucht, dann bestätigt dies doch, was ich gesagt habe. Gesprächsverweigerung ist in dem Fall Politikverweigerung und es ist eine Chance verspielt, unsere Sichtweise auf den Tisch zu legen. Und ich sagte es doch ausdrücklich, wir haben einen klaren Maßstab an die Vorgehensweise der Türkei und da gibt es viel Kritisches miteinander zu diskutieren. Aber niemand entbindet uns vor unserer Pflicht, als Politiker zu reden, wo es immer möglich ist. Darum geht es doch im Kern in der Diplomatie. Das leistet der Außenminister auf hervorragende Weise. Und wir als Abgeordnete können unsere kleinen Beiträge sicherlich auch dazu leisten. Um nichts anderes ging mir. Letzter Satz. Wann sagt endlich mal jemand von den Linken was zur Vorgehensweise Russlands in Syrien? Wann hört man da mal klare Worte, so wie man sie gegenüber der Türkei, wie ich finde, durchaus auch zu Recht manchmal sagt? Danke, Kollege Arnold. Nächste Rednerin in der Debatte, Doris Wagner für Bündnis 90 Die Grünen. Doris Wagner ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, diese Haushaltsdebatte heute ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich die allererste im Jahr 1 nach dem neuen Weißbuch. Das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr gibt die Richtung vor, in der sich die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten Jahren bewegen soll. Und man höre und staune, dabei verschreibt sich die Bundesregierung einigen Prinzipien, die wir Grünen schon seit Jahren immer wieder einfordern. Deutschland soll international mehr Verantwortung für den Frieden übernehmen. Dabei soll Prävention grundsätzlich Vorrang vor Reaktion haben. Deutsche Sicherheitspolitik soll einem vernetzten Ansatz folgen und ressortübergreifend entwickelt und umgesetzt werden. Und dabei soll auch zivilgesellschaftliche Akteure stärker einbezogen werden. Das hört sich ja erstmal wirklich gut an. Das Problem ist nur, der Entwurf für den Haushalt 2017 spiegelt die Ausrichtung auf Prävention, zivile Instrumente und ressortübergreifende Abstimmung überhaupt nicht wider. Noch im vergangenen Jahr ist die Bundesregierung dem Prinzip Vorbeugung auch tatsächlich gefolgt. Im Auswärtigen Amt wurde eine neue Abteilung für Krisenprävention eingerichtet und die Entwicklungszusammenarbeit enthielt 880 Millionen mehr als zuvor. Doch leider war dieser Anfall von Lernfähigkeit auf Seiten der Bundesregierung nur von kurzer Dauer. Denn der Haushaltsentwurf 2017 folgt wieder einmal der alten, grundfalschen Logik, auf Gewalt reagieren wir am besten mit Gegengewalt. Der Verteidigungshaushalt wird deshalb um 2,3 Milliarden Euro enorm aufgestockt. Knapp ein Drittel davon, gewaltige 636 Millionen Euro, fließen allein in die Entwicklung und Beschaffung neuer Waffensysteme. Das Auswärtige Amt und das BMZ hingegen werden mit einem deutlich kleineren Aufwuchs von 375 Millionen Euro abgespeist und wohlgemerkt zusammen.
Die Mittel für den internationalen Friedensdienst stagnieren und werden damit faktisch beschnitten. Die Gelder für die angeblich so bevorzugte Krisenprävention werden sogar um 8,5 Millionen Euro gekürzt. Statt in langfristige, kontinuierliche Aufbauarbeit investiert die Bundesregierung in der Entwicklungszusammenarbeit in kurzfristig angelegte Sonderinitiativen. Und selbst und die selbstgegebene Zusage, 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, wird wie jedes Jahr weit verfehlt, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss sich mal vor Augen führen, wenn Deutschland das 2-Prozent-Ziel der NATO, also verfehlt, also zu wenig Geld für Verteidigung ausgibt, fühlt sich Frau Merkel persönlich zu einer öffentlichen Rechtfertigung verpflichtet. Wenn wir aber als eines der reichsten Länder dieser Erde unsere Zusagen gegenüber den ärmsten Staaten nicht erfüllen, gilt das offenbar als Kavaliersdelikt, das kommentarlos unter den Teppich gekehrt wird. Dieses Verhalten, meine Damen und Herren, ist nicht nur unklug, es ist auch über die Maßen beschämend. Statt in Entwicklung investiert die Bundesregierung künftig 10% mehr Geld in die sogenannte Ertüchtigung. Ausgewählte Partnerstaaten sollen in die Lage versetzt werden, Krisen selbst zu verhüten und zu bewältigen. Auch das klingt erstmal nicht sehr schlecht, denn hier bietet sich die Möglichkeit, die Politik mehrerer Ministerien durch eine gemeinsame Bewirtschaftung der Mittel zu verzahnen. Leider lässt die Bundesregierung auch diese Chance für eine kohärente Politik ungenutzt verstreichen. Denn die 110 Millionen werden leider nicht vom Ressortkreis Zivile Krisenprävention vergeben, sondern alleine vom BMVG und dem Auswärtigen Amt. Es wäre so einfach, vernetzt zu agieren. Tun Sie es doch endlich bitte. Abschließend lässt sich festhalten, dieser Haushaltsentwurf versagt gleich im doppelten Sinne. Erstens schafft die Bundesregierung es wieder einmal nicht, den eigenen vollmundigen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. Die Prinzipien des neuen Weißbuchs werden in diesem Haushalt nicht umgesetzt. Ja, sie werden geradezu mit Füßen getreten. Das Weißbuch, das im Weißbuch abgelegte Bekenntnis dient der Bundesregierung offensichtlich nur als rhetorisches Feigenblatt, um zu verschleiern, worum es eigentlich geht. Nämlich um sehr viel frisches Geld für die Rüstungsindustrie. Und darin, meine Damen und Herren, liegt das zweite, viel größere Versagen der Bundesregierung. Sie schaffen es einfach nicht, sich aus der überkommenen Logik der Gewalt zu befreien, eine Sicherheitspolitik im Sinne einer modernen Friedenspolitik zu machen. Vielen Dank. Sagt Doris Wagner für die Bündnisgrünen. Sie sitzt im Haushaltsausschuss und das ist ja hier während der Haushaltsberatung innerhalb der Einzelpläne immer ein Wechsel aus Haushältern, die natürlich einen anderen Blick hier auf die Budgetberatung haben und von Fachpolitikern. Jetzt kommt beispielsweise wieder ein Mitglied des Verteidigungsausschusses, Karl Lammers, für die Unionsfraktion. Verehrte Frau Dr. von der Leyen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt des Bundesministeriums der Verteidigung wird im Jahre 2017 nominal um 2,3 Milliarden Euro auf insgesamt 36,6 Milliarden Euro ansteigen. Das ist doch mal eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Damit wird die Bundeswehr in die Lage versetzt, auch in Zukunft den vielfältigen und sich wandelnden Aufgaben bei der Landes-, aber insbesondere auch bei der Bündnisverteidigung nachzukommen, in gewohnt zuverlässiger Weise. Als NATO-Parlamentarier begrüße ich es natürlich ganz besonders, dass die Aufwendungen für die NATO-Militärhaushalte im nächsten Jahr ebenfalls deutlich anwachsen werden. Die Bundeswehr für ihre Aufgaben im Einsatz zu stärken, das muss unser vordringliches Ziel sein. Erreichen wollen wir dies mittelfristig mit einer weiteren Steigerung des Wehretats auf 39,2 Milliarden Euro in 2020. Diese substanzielle Erhöhung, die Sie, Frau Bundesverteidigungsministerin, mit unserem Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble herausverhandelt haben, ist beachtlich. Und deswegen, liebe Frau Buchholz, anders als Sie, bringe ich es auf den richtigen Punkt. Danke und Respekt, Frau Ministerin. Es unterstreicht zugleich, dass die Notwendigkeit einer soliden Verteidigung und entsprechenden Finanzierung inzwischen weitgehend anerkannt ist. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so. Ich erinnere mich noch sehr wohl, dass nach dem sicherheitspolitischen Wandel in Europa zu Beginn der 90er Jahre
Viele der Ansicht waren, nun werde für Europa eine Epoche des Friedens anbrechen. Viele forderten eine Friedensdividende. Die Folgen waren drastische Kürzungen der nationalen Verteidigungsbudgets. Zwischenzeitlich sind wir durch vielfältige Bedrohungen schmerzhaft auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Der 11. September 2001 ist unvergessen. Der internationale Terrorismus wurde zu einer Hauptgefahr für die Sicherheit in der Welt. Das Jahr 2014 wurde dann zu einem sicherheitspolitischen Gamechanger, als Russland die Krim annektierte und die Ostukraine mit einem nicht erklärten Krieg überzog. Das ist und bleibt ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, nämlich eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen 1945, der Schlussakte von Helsinki 1975, der Charta von Paris 1990, des Budapester Memorandums von 1994 und der NATO-Russland-Grundakte von 1997. Das dürfen wir nicht vergessen, das muss man immer wieder sich ins Gedächtnis zurückrufen, meine Damen und Herren. Daher ist es nur konsequent, dass die Bündnisverteidigung der NATO wieder an Bedeutung zunimmt. Der Beitrag der Bundeswehr ist dabei bemerkenswert. In der vergangenen Woche war ich in Litauen und habe intensive Gespräche, unter anderem auch mit der Staatspräsidentin des Landes, Dalia Grybauskaitė, und Verteidigungsminister Juozas Olekas geführt. Es sind doch vor allem die jungen Mitgliedstaaten in Osteuropa, die sich Sorgen machen um eine mögliche russische Aggression. Das muss man verstehen. Niemand kann doch so richtig in den Kopf von Putin reinschauen. Ich begrüße es jedenfalls ausdrücklich, dass die NATO auf ihren vergangenen beiden Gipfeln in Wales 2014 und kürzlich in Warschau auf die potenziellen Bedrohungen mit sehr klaren Beschlüssen reagiert hat. Und ich finde es noch besser, dass sie diese auch tatsächlich umsetzt. So wird sie ihre militärische Präsenz im Osten Europas signifikant erhöhen. Das ist auch notwendig, um unsere Partner im Baltikum sowie in Polen rückzuversichern und zugleich Russland abzuschrecken. Reassurance und Deterrence, verbunden natürlich immer mit Dialog. Das sind die richtigen Signale, meine Damen und Herren. Mit Säbelrasseln hat das meines Erachtens nichts zu tun. Es ist reine Vorsorge. Deutschland leistet dabei im Rahmen des Bündnisses einen überzeugenden Beitrag. Lieber Kollege Arnold, Sie sprachen zu Recht, wir müssen uns ehrlich machen. Zum Ehrlichmachen gehört sicherlich auch, dass wir nicht nur auf die 2% schauen, sondern darauf, welchen Beitrag Deutschland im Rahmen der NATO und überhaupt weltweit für Frieden und Freiheit leistet. Wir bringen uns ein, wir übernehmen oft eine führende Rolle. Das wird weltweit anerkannt und hoch geschätzt. Und dafür möchte ich allen Respekt aussprechen, die dazu beitragen. So hat sich Deutschland aktiv an der Umsetzung des Readiness Action Plans beteiligt, der während des NATO-Gipfels 2014 beschlossen wurde. Als Rahmennation bei der Aufstellung der Speerspitze der NATO, der Very High Readiness Task Force, bei der Besetzung von Dienstposten im multinationalen Korps Nordost, in den NATO Force Integration Units, beim Baltic Air Policing, überall ist Deutschland führend mit dabei, in zahlreichen Übungen, in Polen und im Baltikum. Und Framework Nations Concept, was von Deutschland entwickelt wurde, ist inzwischen eine große Erfolgsstory. Besonders hervorheben möchte ich die Enhanced Forward Presence im Osten. Dabei wird die Bundeswehr als Führungsnation eines der vier multinationalen Bataillone von jeweils rund 1000 Mann die Führung übernehmen, nämlich in Litauen. Um die NATO-Russland-Grundakte von 1997 nicht zu verletzen, werden die Truppen rotieren. Aber wie bereits schon vorher gesagt, wir setzen auf eine zweigleisige Strategie, Abschreckung und Dialog. Natürlich brauchen wir Moskau. Einerseits, um die weltweiten Krisen
mit ihren weitreichenden Folgen für Europa zu lösen, andererseits aber auch, um gefährliche militärische Zwischenfälle nicht eskalieren zu lassen. Auch an der Südflanke des Bündnisgebiets stellen uns Kriege und Konflikte vor große Herausforderungen. Hier leistet unser Land ebenfalls einen entscheidenden Beitrag für die internationale Sicherheit. Die Bundeswehr beteiligt sich an der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat, die in Syrien und im Irak seit Jahren für Schrecken sorgt. Ich greife hier beispielhaft heraus unsere Rekitornados, die Luft-Luft-Betankung sowie unsere Fregatte als Begleitschutz für einen französischen Flugzeugträger. Zudem unterstützen wir die kurdischen Peschmerga-Kämpfer in Nordirak mit wichtiger Ausrüstung und bilden sie entsprechend aus. Da gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. An dieser Stelle möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz meinen großen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Frieden und Freiheit überall in der Welt, meine Damen und Herren. Angesichts der vielfältigen Bedrohungen ist Geschlossenheit das Gebot der Stunde. Die Spannungen mit der Türkei, das ist vorhin angesprochen worden, sind natürlich eine Nagelprobe für unser transatlantisches Bündnis. Dazu ein klares Wort. Bundeswehreinsätze werden vom Deutschen Bundestag beschlossen. Deshalb ist das Besuchsrecht von Abgeordneten ein elementarer Bestandteil von Auslandseinsätzen, unverzichtbar. Und daher erwarte ich auch, dass wir unsere deutschen Soldaten, die auf der Luftwaffenbasis in Incirlik stationiert sind, Anfang Oktober besuchen dürfen. Das ist doch selbstverständlich. Und so wie ich das sehe, sind wir hier auf einem guten Weg. Wir arbeiten daran. Meine Damen und Herren, Deutschland steht vor einer Vielzahl weiterer sicherheitspolitischer Herausforderungen. Ich denke da unter anderem auch an die Gefahren aus dem Cyberraum. Ausdrücklich begrüße ich es, dass Sie, Frau Bundesministerin, eine eigene Abteilung Cyber- und Informationsraum im Ministerium aufstellen. Für die Zukunft dürfte uns allen klar sein, dass kein militärischer Konflikt mehr ohne Cyberkomponente ablaufen wird. Meine Damen und Herren, vielfältige Herausforderungen erfordern klare Antworten. Für Personal und für Ausrüstung brauchen wir eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Dieser Haushalt trägt der politischen Realität Rechnung. Damit werden Parlament und Regierung ihrer Verantwortung für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger gerecht. Und Deutschland bleibt international, damit auch weiterhin ein angesehener, verlässlicher Partner. Auch künftig werden große Kraftanstrengungen erforderlich sein, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Der Wappenspruch der NATO kann und muss uns dazu als Zielorientierung dienen. Vigilia est pretium libertatis. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Ich danke. Vielen Dank, Dr. Lamas. Nächster Redner, Lars Klingbeil für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, ich will ein paar Minuten was zum Thema Cyber sagen. Und Frau Buchholz, ich glaube, das wären 5 schlimme Minuten für Sie. Ich habe mich vorhin bei Ihrem Redebeitrag gefragt, was das eigentlich für ein Verständnis ist, wenn man etwas dagegen hat, dass wir Soldatinnen und Soldaten, die im Ausland sind, schützen. Dass man etwas dagegen hat, dass wir Kommunikation von Soldaten, die wir ins Ausland schicken, dass man diese Kommunikation schützt, dass wir dafür sorgen wollen, dass es sichere IT-Systeme gibt, das ist mein Verständnis nicht. Und ich will das hier ausdrücklich sagen. Ich bin der Ministerin dankbar, dass wir im letzten Jahr das Thema Cyber wirklich auf die politische Agenda gesetzt haben, dass wir uns darum kümmern. Es ist richtig, dass wir neben dem Operationsraum des Landes, der See und der Luft uns jetzt auch um den Informationsraum kümmern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind da eigentlich viel zu spät, aber es ist richtig, dass wir mit dieser Diskussion jetzt wirklich anfangen. Und Frau Ministerin, ich will das auch sagen, wir diskutieren das seit einem Jahr, dieses Thema. Jetzt kommt der Haushalt, mit dem auch entschieden wird, wie ernst wir dieses Thema nehmen. Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Der Haushalt 2017 ist dafür der erste Beleg. Ich bin übrigens dafür, dass wir prüfen, ob es einen eigenen Haushaltstitel zum Thema Cyber gibt, aber
dass wir hier angefangen haben, nochmal, das war die richtige Entscheidung. Wir alle wissen, wie verletzbar eine moderne Industriegesellschaft ist. Wir alle wissen sozusagen, welche Bedrohungen aus dem Cyberraum kommen. Der Kollege Lamers hat das Thema gerade auch angesprochen und wir haben da eine hohe Verantwortung. Ich will drei Punkte nennen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind für die Debatte um den Cyberraum. Der erste Punkt ist, wir brauchen eine Bestandsanalyse, was unsere Waffensysteme angeht. Wir reden jetzt bei zukünftigen Waffensystemen immer auch von IT mit. Aber wir haben alte Waffensysteme, wo wir nicht wissen, wie sicher sind die eigentlich, was muss da alles noch investiert werden. Und deswegen ist es richtig, dass wir eine Bestandsaufnahme jetzt vornehmen, dass wir dann noch einen Investitionsplan entwickeln und gucken, wie können wir Kommunikation und Waffensysteme hier schützen. Der zweite Punkt, und der ist für mich mindestens genauso wichtig, ist die Frage der digitalen Köpfe. Da gibt es eine Werbekampagne vom Ministerium. Ich will die ausdrücklich loben. Das ist spannend, was da alles passiert. Habe auch gesehen, sind ja auch auf verschiedenen Messen unterwegs. Auf der Computerspielmesse stellt dann auf einmal die Bundeswehr aus und wirbt dafür, dass junge Leute auch zur Bundeswehr kommen. Es reicht aber, glaube ich, nicht, nur diese Werbekampagne zu machen. Wir müssen da auch substanziell was hinterlegen. Da geht es um die Frage, welche Karrieren kann man eigentlich bei der Bundeswehr machen? Wie sehen Anreizsysteme aus? Wir sind da in einem Wettbewerb mit großen IT-Unternehmen wie Google, Apple, Facebook. Alle die werben auch um junge Köpfe, die im digitalen Bereich unterwegs sind. Und wir müssen ein Anreizsystem schaffen, dass wir junge Menschen auch gerade hier in die Bundeswehr bekommen. Und das Zweite ist, wenn sie denn bei der Truppe sind, müssen wir uns fragen, wie können wir sie gut ausbilden? Wir haben Universitäten, die wirklich hervorragend sind. Frau Ministerin, Sie haben da ja auch schon angefangen, dass wir gucken, wie können wir unsere Bundeswehr-Universitäten so aufstellen, dass sie im Bereich Cyber auch wirklich Spezialisten herausbilden. Und dann geht es um eine dritte Frage bei den digitalen Köpfen. Wir haben viel Know-how in der Truppe, aber irgendwann gehen die Leute auch wieder weg. Die sind 4 Jahre da, die sind 8 Jahre da, die sind 12 Jahre da. Und dann gehen viele weg und haben nichts mehr mit der Bundeswehr zu tun. Und ich bin dafür, dass wir uns überlegen, wie wir ein System aufbauen können, auch zusammen mit dem Reservistenverband, wie wir genau auf diese Kräfte auch immer wieder zugreifen können, wenn es auch zu besonderen Situationen gibt. Da gibt es viele, die haben eine besondere Verbindung zur Bundeswehr und wir müssen gucken, wie wir den Kontakt erhalten. Und ein dritter Punkt, den ich ansprechen will, der betrifft weniger die Haushaltspolitik, sondern eher unser Verständnis als Parlamentarier. Da geht es um die Frage, was passiert hier eigentlich im parlamentarischen Raum, wenn ein solcher neuer Operationsraum jetzt geschaffen wird, wenn er installiert wird, wenn er aufgebaut wird und wie verhalten wir uns da eigentlich? Da stellen sich für uns als SPD-Fraktion Fragen, rechtliche Fragen, stellen sich auch ethische Fragen an vielen Stellen. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir vernünftig mit umgehen. Für mich stellt sich beispielsweise die Frage, wie sehen denn künftig eigentlich Mandatstexte aus, wenn wir den Cyberraum auf einmal mitbeschreiben? Da stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich Parlamentsbeteiligung auch wahrnehmen, wenn wir sehen, wir werden im Cyberraum angegriffen und da muss man auch schnell reagieren. Das sind also hochpolitische Fragen, die da im Raum stehen. Und Sie haben sicherlich gelesen über die Sommerpause, dass wir als SPD-Fraktion den Vorschlag des Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss Wolfgang Hellmich aufgegriffen haben und sagen, wir wollen gerne im Verteidigungsausschuss einen Unterausschuss für Cyberfragen einrichten, weil es jetzt eben neue Debatten sind und wir sagen, es muss eine intensive Diskussion geben. Die kann man wahrscheinlich nicht im Verteidigungsausschuss breit führen. Deswegen wollen wir ein solches Expertengremium, weil wir eben auch wissen, wir haben eine besondere Verantwortung für Soldatinnen und Soldaten und das Ganze muss breit diskutiert werden. Ich will also an dieser Stelle nochmal im Kollegenkreis werben dafür, dass Sie alle nochmal überlegen, ob Sie diesen Vorschlag unterstützen können. Das ist eine große Diskussion, eine große Veränderung, die auf die Bundeswehr zukommt. Und wir tragen eine ganz besondere Verantwortung als Parlamentarier für die Parlamentsarmee. Frau Ministerin, zum Ende, das, was Sie angefangen haben im Cyberbereich, dafür großer Dank. Jetzt müssen den Worten Taten folgen und wir werden bei den abschließenden Haushaltsberatungen sehen, ob wir im Cyberbereich noch etwas drauflegen können. Und Frau Buchholz, das ist keine Aufrüstung, sondern es ist erstmal ein Schutz unserer Kommunikation und das sind wir den Soldatinnen und Soldaten schuldig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Lars Klingbeil war das für die SPD, sitzt er im Verteidigungsausschuss, ist aber auch netzpolitischer Sprecher. Deswegen hier ganz klar der Querschnitt, den auch seine Rede hier geprägt hat. Und jetzt geht es weiter hier mit Bartholomäus Kalb, der Sprecher für Haushalt der CSU-Landesgruppe. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Eckdaten des Haushalts sind ja bereits mehrfach genannt worden. Zu erwähnen ist, dass es der Ministerin gelungen ist, bei der Haushaltsaufstellung herauszuverhandeln, dass der Haushalt um 1,7 Milliarden höher nun ausgefallen ist im Entwurf,
als zunächst im mittelfristigen Finanzplan, im letzten mittelfristigen Finanzplan vorgesehen ist. Und damit wird natürlich diesen Notwendigkeiten Rechnung getragen, die sich ergeben im Bereich der militärischen Beschaffungen, im Bereich Forschung, Entwicklung, Erprobung, im Bereich Materialerhalt und auch natürlich für die Auslandseinsätze, die uns zusätzliche Kosten bereiten. Und lieber Kollege Dr. Lindner, will nur erinnern, sagt es gar nicht vorwurfsvoll, wenn wir bei einigen Beschaffungsvorhaben, Großvorhaben heute Probleme haben mit Zeit- und Kostenentwicklung, dann sollte man sich daran erinnern, dass auch mal irgendwann Rot-Grün regiert hat, auch ihr. Ja, man muss da auch mithaften. Also ich glaube, da gibt es ein sehr bekanntes Projekt, das uns große Sorgen bereitet. Wir wissen auch, dass sich die Anforderungen ständig verändern, dass die Anforderungen an die Bundeswehr immer höher werden. Davon ist bereits vieles gesagt worden. Und da, um alle diese Aufgaben ordentlich erfüllen zu können, ist es einfach dringend notwendig, dass wir auch ein hochqualifiziertes und hochmotiviertes Personal bei der Bundeswehr haben. Das war ja ein Thema, das wir im letzten Jahr in besonderer Weise mit der Attraktivitätsinitiative ja auch hier besonders behandelt haben. Die internationale Ordnung, in der sich Deutschland engagiert, Verantwortung übernimmt und versucht, seine Interessen zu wahren, ist im Umbruch. Das sicherheitspolitische Umfeld ist durch die Entwicklung der letzten Jahre zunehmend komplexer, unstetiger und dynamischer geworden, und zudem treten unterschiedliche Herausforderungen gleichzeitig an verschiedenen Orten auf. Und der Bundesaußenminister, dessen Etat wir gerade vorhin uns betrachtet haben, hat ja vor kurzem ausgeführt, dass Europas Sicherheit, oder er hat wirklich gesagt, Europas Sicherheit ist bedroht. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, darauf müssen wir uns einstellen. Ein Vorgang, eine Situation, die wir uns vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren so hätten gar nicht vorstellen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gefährdungsspektrum für unsere Sicherheit ist breiter, vielfältiger und unberechenbarer geworden. Und gerade vorhin ist über das Thema Cyberraum, über andere Fragen gesprochen worden, über die sogenannte asymmetrische Bedrohung gesprochen worden. Das sind alles Dinge, auf die wir auch Antworten geben müssen und die sich natürlich eben auch im Haushalt dann wieder finden werden. Und wir haben die Probleme, die insbesondere in der außenpolitischen Debatte vorhin auch eine große Rolle gespielt haben, dass sich Staaten auflösen, dass wir in vielen Staaten eine instabile Situation haben, dass wir geradezu Anarchie in einigen Bereichen haben, und das ist alles dazu angetan, gefährlicher zu sein und nicht und stellt uns vor ganz große neue Herausforderungen. Gefährdungen im Informationsbereich, im Kommunikationsbereich, Versorgungs-, Transport- und Handelslinien, all die Dinge sind natürlich hier bedroht, bis hin zur Rohstoff- und Energieversorgung und natürlich auch die unkontrollierte und zum Teil irreguläre Migration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten auch unvoreingenommen uns das Thema noch mal vorlegen. Was muss die Bundeswehr in besonderen Situationen, bei besonderen Herausforderungen, denken wir mal an große, schwierige Terrorlagen und Ähnliches, im Inland leisten können. Da brauchen wir jetzt nicht die Grundsatzdebatte führen, aber wir sollten uns ganz ruhig gemeinsam diese Frage vorlegen, sollten uns dann die Frage vorlegen, ist das mit der Verfassungslage in Übereinstimmung, mit den Gesetzen, mit den Urteilen in Übereinstimmung oder nicht? Denn diese Frage interessiert auch die Bürger, was passiert, wenn. Und was mich heute früh ja fast geärgert hat, war die Aussage vom Kollegen Dietmar Bartsch von den Linken, der gesagt hat, wir wollen, ich habe es wörtlich mitgeschrieben, es darf keine Militarisierung des Katastrophenschutzes geben. Ich sage Ihnen, ich komme aus einer Gegend an der Donau, wo wir 2013 das bis dahin nicht Hochwasser in nicht gekannter Höhe hatten.
In Passau, in Deckendorf, in Fischerdorf, wo 250 Häuser erneuert werden mussten, das bloß nebenbei jetzt bemerkt, wo damals die Menschen in großer Not waren. Und die waren alle heilfroh. Und auch die sonstigen sehr aktiven Rettungskräfte, Einsatzkräfte waren alle sehr froh, dass ganz schnell die Bundeswehr zur Verfügung gestanden hat und in dieser Katastrophe geholfen hat und Schutz geboten hat. Und deswegen sollte man hier nicht solche Formulierungen wählen, weil kein Mensch will eine Militarisierung des Katastrophenschutzes. Aber vorbeugen und mithelfen, das muss schon sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle diese Aufgaben, die so beschrieben worden sind, machen es ja auch notwendig, dass wir eine permanente, kontinuierliche Modernisierung auch der Bundeswehr vornehmen. Wir müssen natürlich eine Personalpolitik betreiben, die den demografischen Herausforderungen Rechnung trägt. Ich denke, da sind wichtige Schritte eingeleitet worden. Das gilt aber natürlich genauso für die Ausrüstung, die wir bereitstellen müssen. Und das gilt auch, und gerade in Zeiten, wo die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht abgeschafft, aber ausgesetzt ist, ist es auch wichtig, dass wir alles tun, dass unsere Bundeswehr in bewährter Weise als Teil unserer Gesellschaft eine Verankerung in unserer Gesellschaft weiterhin erfährt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch ganz wichtig, dass wir mehr Transparenz noch bekommen. Und ich glaube, die Bundesministerin hat hier mit der Schaffung des Rüstungsbordes vieles dazu beigetragen, sodass sogar die Öffentlichkeit jetzt genau weiß, welches Waffensystem wie viel Verzögerung hat und wie viel es mehr kostet. Aber es ist das Allerwichtigste, dass wir... Ich habe den Kollegen Lindner angeschaut, weil ich an einen Spiegelartikel denke. Ist auch gar nicht zu kritisieren, um das gleich auch dazu zu sagen, sondern wichtig ist aber, dass wir uns hier einfach die Dinge vorlegen, dass wir dann auch entsprechend die Konsequenzen ziehen, dass das entsprechend gesteuert wird. Und ich denke, das wird auch entsprechend gesteuert. Und zum Abschluss will ich nur darauf hinweisen, als uns das Weißbuch übersandt wurde, hat uns die Frau Ministerin ja auch einen Brief geschrieben und sie schreibt darin, sämtlich darin aufgezeigt, ich zitiere jetzt wörtlich, Initiativen und Maßnahmen in diesen Gestaltungsfeldern gewährleisten, dass die Bundeswehr in dem sich weiter wandelnden sicherheitspolitischen Umfeld auf künftig unverzichtbare Beiträge zu Sicherheit, Frieden und Freiheit Deutschlands, seiner Verbündeten und Partner sowie zur internationaler Stabilität leistet. Soweit Ende des Zitats. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne werden wir auch die Haushaltsberatungen dann im Ausschuss angehen. Vielen Dank, Bartholomäus Kalb. Jetzt sind wir natürlich alle neugierig, welchen Spiegelartikel Sie gemeint haben, aber das können wir dann ja bilateral klären. Gut. Ja, das passiert ja öfters. So, letzter Redner in dieser Debatte, Dr. Fritz Felgentreu für die SPD. Dankeschön, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, wir haben heute viel über Trendwende gesprochen und über den Anwachs, das Ansteigen der Ausgaben. Ich würde ganz gerne quasi antizyklisch mal darauf hinweisen, dass man diesen Haushaltsentwurf durchaus auch als ein Dokument von Kontinuität und Augenmaß lesen kann. Und das kann überraschen, denn wir sind uns alle einig, dass wir Deutschen mehr für unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Verbündeten tun müssen. Dass es durchaus auch logisch wäre, den einen oder anderen sprunghaften Anstieg zu erwarten. Aber wenn man genauer hinguckt, dann ergibt sich ein differenziertes Bild. Wir haben heute zum Beispiel noch gar nicht darüber gesprochen, dass ein nicht unwesentlicher Teil dieses Anstiegs alleine schon durch die Tarifentwicklung bedingt ist. Ist ja klar, in dem Moment, in dem wir keine Stellen mehr abschmelzen, müssen die Tarife sich entsprechend zu Buche schlagen. Und die Kosten für Auslandseinsätze der Bundeswehr, und das finde ich schon ganz erstaunlich, tragen zu dem Anstieg insgesamt weniger als ein Fünftel bei. Gemessen an den vielen wichtigen Aufgaben, die die Bundeswehr im Auftrag dieses Parlaments übernommen hat, gerade auch im letzten Jahr, in Afghanistan, in Mali, im Irak,
im Einsatz gegen den IS, dann ist gemessen daran dieser Entwurf für ein Haushaltsgesetz durchaus auch ein Dokument der Zurückhaltung. Meine Damen und Herren, diese Zurückhaltung kritisiert die SPD-Fraktion nicht. Wir sehen aber schon Gründe, bei der Haushaltsberatung etwas genauer nachzufragen, wie das Verteidigungsministerium beabsichtigt, den politischen Anspruch mit den vorhandenen Möglichkeiten zur Deckung zu bringen. Im Mai haben Sie, liebe Frau von der Leyen, eine Trendwende in der Personalentwicklung angekündigt. Erstmals seit dem Kalten Kriege, seit dem Ende des Kalten Krieges, sollten die Streitkräfte wieder wachsen. Aber in diesem Haushaltsplan sind dafür noch keine zusätzlichen Stellen vorgesehen. Auch das kritisieren wir nicht. Denn bevor eine solche Trendwende sich tatsächlich in einer größeren Bundeswehr niederschlagen könnte, müssten wir ja erstmal die Sollstärke von 185.000 erreicht haben. Und damit werden unsere Personalbüros im kommenden Jahr zweifellos mehr als genug zu tun haben. Aber, meine Damen und Herren, die Aufgaben wachsen dennoch weiter. Wir sind dabei, überall dort, wo keine Übung und kein Einsatz durchgeführt, vorbereitet oder nachbereitet wird, die 41-Stunden-Woche umzusetzen. An vielen Standorten erweist sich das als schwer genug, ohne zusätzliches Personal. Auch darauf hatte die Ministerin hingewiesen. Und zu den Standardaufgaben der Bundeswehr gehört auch ihr Beitrag zur NATO. Und die hat sich im Juli auf dem Gipfel in Warschau einiges vorgenommen. Vor allem den Aufbau von 4 sogenannten Battlegroups, die in Polen und im Baltikum jeweils in Stärke eines Bataillons die ständige Anwesenheit von NATO-Truppen in wechselnder Zusammensetzung garantieren sollen, aber auch die Verlängerung des Einsatzes in Afghanistan über 2016 hinaus und den Einsatz von bis zu 16 Airbags-Flugzeugen, um den Luftraum über dem vom IS kontrollierten Gebiet zu überwachen. Das sind nur 3 Beispiele, die Liste ist eigentlich länger. Jedes dieser Vorhaben, liebe Kolleginnen und Kollegen, hält auch die SPD-Fraktion für sinnvoll und notwendig. Die Verbündeten in Osteuropa brauchen die Rückversicherung, dass der Schutz des NATO-Vertrages auch ihre Sicherheit in vollem Umfang garantiert. Die Anwesenheit von Truppen der anderen NATO-Staaten macht diese Garantie anfassbar. Zugleich bleibt sie aber auch im Rahmen des Grundlagenvertrages mit Russland und stellt für den großen und schwierigen Nachbarn keine Bedrohung dar. Warum es zwingend notwendig ist, einerseits über die Lage im IS-Gebiet Bescheid zu wissen und andererseits die Afghanen mit ihren Problemen nicht allein zu lassen, erschließt sich nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres von selbst. Deutschland steht zu seinen Verpflichtungen als wichtiges Mitglied der NATO, und es ist gut und richtig, dass wir uns aktiv an der Umsetzung der Warschauer Beschlüsse beteiligen. Aber, meine Damen und Herren, das kostet alles viel Geld, und wir brauchen dafür viel Personal. Die angekündigte Trendwende schlägt sich in dem vorgelegten Entwurf noch nicht entsprechend nieder. Ehrlich gesagt bin ich etwas erstaunt, dass der Entwurf nicht einmal bei den Reservedienstposten eine Aufstockung vorsieht. Unter den Reservistinnen und Reservisten dürfte es doch noch viele gut qualifizierte und motivierte Leute geben, um kurzfristig Personallücken zu schließen. Bei meiner Sommertour habe ich Klagen darüber gehört, dass Freiwillige abgewiesen werden mussten, obwohl ihre Dienststellen sie gebraucht hätten. Das sollten wir ändern. Deshalb, so sehr wir einen Haushalt begrüßen, der auf neue Aufgaben eingestellt ist, aber zugleich auch unter dem Zeichen von Kontinuität und Augenmaß steht, so genau und so kritisch werden wir über die Prioritäten des kommenden Jahres zu sprechen haben. Denn dass wir allen hochgesteckten Zielen näher kommen, das wird die Debatte über diesen Entwurf erst noch beweisen müssen. Eine gewisse Skepsis merken Sie mir vielleicht an. In der SPD-Fraktion werden wir auf jeden Fall unser Augenmerk darauf richten, dass die notwendige Schwerpunktbildung am Ende nicht zulasten derjenigen geht, die in der Bundeswehr Tag für Tag ihren anspruchsvollen und oft auch gefährlichen Dienst leisten. Dankeschön. Fritz Felgentreu war das für die SPD-Fraktion, und in der Tat, er hatte jetzt das letzte Wort.